Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei mir in meiner Violas Babystube. Ja, nun denkt ihr, jetzt hat sie alles vergessen. Das ist doch kein Baby, was ihr da seht. Aber ich denke mal, das ist ein schöner Anfang für das, was ich euch gleich zeigen möchte. Es gibt heute mal einen ganz anderen Vertreter in meiner Babystube. Das ist nicht diese Katzi, es ist ein klitzekleines Mäuslein, welches ich euch gleich zeigen möchte. Das hier ist die Püppi-Katzi, die vor kurzem bei mir eingezogen ist. Und die macht sich das richtig gemütlich. Also bis ganz schnell gleich ein kleines Video von einer kleinen Maus. So, meine Lieben, nach dem Umbau zeige ich euch nun auch, worum es hier geht in diesem etwas anderen Video. Das schaut doch mal, wer sich da versteckt hat. Jetzt wisst ihr, warum die Kleine so schnell wie möglich ausziehen muss. Wir haben ja auch eine Katze im Haus. Nicht, dass die unserem kleinen Mäuslein was tun wird. Ich habe mich mal auf einem etwas anderen Gebiet versucht und habe mal eine kleine Maus fertiggestellt. Ich wollte, einer Kundin hatte ich das schon lange versprochen. Und nun ist das Mäuslein fertig und geht bald auf die Reise. Und wenn ich die Maus wäre, ich würde das auch machen. So, da habt ihr ja schon gesehen, hier wollen wir die Maus auch ein bisschen zünftig zurecht machen. Ich würde sagen, als erstes kleiden wir sie ein. Da hatte ich schon mal nach der Farbgestaltung hatte ich schon mal das Problem, was ziehen wir der Maus denn an? Na, guckst du in die Kamera? Da habe ich mir Folgendes einfallen lassen. Ich habe ein paar Söckchen gekauft. Seht ihr das? Ja, die habe ich einfach hier durchgeschnitten. Was ich daraus mache, weiß ich nicht. Ich habe es schon mal abgezackt. Vielleicht wird das ein kleines Gespenst. Mal sehen. Huch, oioioioio, bei mir wackelt hier alles. So, dann habe ich die Socke ein bisschen vernäht. Habe hier unten zusammengenäht. Habe hier Löchlein reingeschnitten, die auch ein bisschen versäubert. Auch ein kleines Loch für das Schwänzchen. Und nur mal sehen, ob der Pullover passt. Denn das Einkleiden, das wisst ihr ja, das habe ich immer, oft lasse ich immer, wenn es geht, auf eurer Seite. Mäuslein hat nicht so viel anzuziehen, sie braucht keine Pampers mehr. Dafür gibt es einen kleinen, weißen, kuscheligen Pullover aus einer Socke. Keine alte Socke, ich habe eine neue Socke gekauft. So, ich hatte ihr diesen auch noch nicht, ich habe ein Probeexemplar geschneidert, aber ich finde, guck doch mal, kann man lassen, ne? So, eine Maus im dicken, fetten Wischkuschel-Winterpullover. Kann man Kragen umschlagen und dann kann das Mäuslein die Heimreise antreten. So, da habe ich ihr dann ein Körbchen fertig gemacht. In das Körbchen, das ist eigentlich ein Schnuffeltuch, das kann man dann für seine Reborns weiterverwenden. Das tun wir mal hier unten rein. Wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dann habe ich noch ein kleines Kissen gestaltet oder geschneidert. Und dann hat die kleine Maus ein Bettchen zum Verreisen. So, ein bisschen eng ist es. Und eigentlich reist bei mir ja gar keiner alleine. Bei mir gibt es ja immer noch ein Kuscheltier mit. Und da wollen wir mal zu dem Mäuslein einen Elefanten geben. Aber wie ihr beiden jetzt da hineinpasst, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall treten jetzt die Heimreise an, die kleine Maus und der Kuschelelefant dazu. Das verstecken wir mal. So, na, wollen doch keine Werbung machen, keine Schleichwerbung. So, das war ein ganz kleines, kurzes Video mit einem Mäuslein, einem Elefanten, einer großen Miezekatze. Hier hat das Mäuslein noch ein Tüchlein. Und mal ein extra Video von mir. Also sagen euch jetzt Tschüss, der kleine Elefant, der mit dem Mäuslein auf Heimreise gehen wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal gibt's dann wieder Reborn-Babys. Eure Viola. Tschüss. Macht's gut.